Herzensangelegenheit, die entsteht ja manchmal erst, wenn ein Herz vorher gebrochen wurde. Wie das von Königin Silvia von Schweden etwa. Als ihre Mutter an Alzheimer erkrankte, merkte sie erst, wie wenig man überhaupt weiß über diese unbarmherzige sozusagen und noch unheilbare Krankheit. Seitdem ist es eine ihrer Lebensaufgaben, demenzkranken Menschen eben und auch Alzheimer-Patienten und ihren Angehörigen zu helfen. Nicht nur zu Hause in Schweden übrigens, sondern auch hier in Deutschland. Es ist eben doch ganz schön aufregend, wenn eine Königin zu Besuch ist. Und Silvia von Schweden strahlt in Geranienpink. Hier in Forst in der Lausitz wird sie begeistert empfangen. Und Königin Silvia gibt der Stadt und ihren Bewohnern auch viel zurück. Sie hatte dann doch so eine Strahlkraft gehabt und man hat sie gesehen und man war dann doch irgendwie so, dann so ehrfürchtig. Es war auf jeden Fall sehr spannend, mal eine Königin zu sehen und aufregend. Weil Forst hat das ja nicht jedes Jahr. Ich staune trotzdem aber wieder, dass sie die Aufmerksamkeit zum kleinen Ort dann mit so einem Projekt dann widmet. Das finde ich wirklich alle Achtung. Das ist einfach für uns eine schöne Erinnerung. Erinnerungen zu schaffen und festzuhalten, das ist Königin Silvia ein Anliegen. Kleine Momente besonders zu machen, gerade dann, wenn sie nur flüchtig sind. Sie engagiert sich für Demenzkranke, für Menschen, die ihr Leben langsam vergessen. Mit ihrer Silvia-Hammett-Stiftung will sie dazu beitragen, die Krankheit besser zu verstehen und das Leben mit der Diagnose zu erleichtern. Und all das startet hier. In diesem Wohnkomplex, erst ausgerichtet auf die Bedürfnisse demenziell erkrankter Menschen, ganz nach dem Silvia-Hammett-Prinzip. Die 79-jährige Königin sorgt sich, dass die Krankheit längst nicht nur Senioren trifft. Worüber ich sehr bekümmert bin, ist auch viele junge Menschen jetzt trifft. Also man sagt immer, die Demenz, das hat mit dem Alter zu tun. Wir werden ja alle jetzt viel, viel älter, über 80. Nicht? Das ist natürlich eine schöne Sache, aber da ist natürlich Demenz natürlich eine Begleiterscheinung oder kann eine Begleiterscheinung sein. Königin Silvias Antrieb ist ein sehr persönlicher. Ihre Mutter Alice Sommerlath litt an Alzheimer, einer Form von Demenz. Als die Erkrankung schlimmer wurde, holte Königin Silvia ihre Mutter zu sich nach Schloss Drottningholm, pflegte sie in ihren letzten Monaten. Alice Sommerlath starb im März 1997. Ich erinnere mich, als meine Mutter erkrankt ist, da fragte ich mich auch, was ist eigentlich Demenz? Wir dachten, man wird alt und vergisst. Das ist normal. Aber dann hat man gesehen, dass es auch eine Krankheit sein kann. Und deswegen ist es so wichtig, dass man so schnell als möglich es auch erkennt und dass man Hilfe bittet. Seitdem hat sich Königin Silvia zur Aufgabe gemacht, die Diagnose Demenz erträglicher zu machen. Für Betroffene und für Angehörige. Und die Erkenntnisse ihrer schwedischen Stiftung kommen auch deutschen Kliniken zugute. Auch wenn es diesmal nur ein kurzer königlicher Besuch war, ein flüchtiger Moment, diese Majestät machte ihn zu etwas ganz Besonderem.